das ist definitiv ein Mikroskop. Konzentriert euch, Klasse, das ist eine wichtige Arbeit. Die brauche ich nicht mehr. Lass mich mal schauen. Ah, okay. Wird Zeit für etwas Hilfe. Was würde ich nur ohne mein Telefon machen? Das darf doch nicht wahr sein. Gib mir dein Telefon. Aber, na gut, hier. Der ist total streng. Warte mal, weißt du all die Antworten? Natürlich nicht. Ich spicke auch. Hier. Ich arbeite mit einer falschen Hand. Ziemlich clever. Fürs Schummeln solltest du eine 1 bekommen. Ich muss den richtigen Winkel hinbekommen. Warte, was zur Hölle? Warum ist mein Nagel kaputt? Das ist so schrecklich. Ah! Okay, ich muss mich beruhigen. Ich brauche nur meine Notfallpfeile. Oh, was ist denn da vorne los? Du kennst die Regeln. Keine Schminkutensilien in dieser Klasse. Oh, ich will nicht so angeschrieben werden. Ich feile meine Nägel jetzt lieber nicht. Moment mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, das wird auf jeden Fall klappen. Okay, ich lege die Pfeile hin und das Lineal darauf. Und jetzt fange ich an, die Zentimeter auf der Pfeile zu markieren. Die komplette Pfeile entlang, bis zum Ende. Gut, die Maße sind drauf. Und jetzt noch die Zahlen. Die Zahlen müssen drauf, wenn es als Lineal durchgehen soll. Muss aber darauf achten, ordentlich zu schreiben. Ja, ich bin fertig. Jetzt kann ich feilen. Und hey, sie funktioniert auch als Lineal. Das ist toll. Ich habe schöne Nägel und perfekte Hausaufgaben. Die genialste Idee aller Zeiten. Jetzt kann der Test kommen. Diesen Spicker entdeckt niemand. Cool bleiben, niemand ahnt was. Ich kann es kaum erwarten, loszuschreiben. Hier kommt meine 1. Oh nein, ich kapiere gar nichts. Hilfe! Oh, das wird mir helfen. Hey, was? Ich check gar nichts. Kannst du mir zur Hand gehen? Klar, wieso nicht? Hier, bitteschön. Meine Rettung, danke. Beeil dich. Hier drüben. Dein Ernst? Nicht so zerren. Ihr tut mir weh. Warte kurz, nur noch den Daumen. Das war's endlich. Die Zeit ist schon um. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Gar nicht gut. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich muss mich beeilen. So, der Test ist vorbei. Aber ich... Das ist unfair. Ach, das war erfrischend. Okay, dann checke ich mal meine Maße. Hey, Jennifer. Ich habe voll Hunger. Stört's dich, wenn ich den Fernseher anmache? Was machst du denn da? Du weißt doch, ich bin auf Diät. Oh, das riecht so gut. Stopp. Los, verschwinde. Na gut. Schau mal da. Ein riesiger Teddybär. Ich habe eine Idee. Ich mache einen Schnitt in den Bären und stopfe da meine Snacks rein. Damit sind sie versteckt. Jennifer muss sie ja nicht sehen. Und ich kann sie essen. Danke, dass du die Snacks weggebracht hast. Na klar, kein Problem. Mindy, was sind das für Geräusche? Was ist da los? Ich kuschel nur ein bisschen mit dem Teddy. Ja, der ist echt süß. Das war knapp. Ja, schaut, was ich in meinen Händen habe. Spickzettel und wie ihr wisst, sind die nicht erlaubt. Aber ich habe jetzt eine neue Art, damit umzugehen. Feuer! Für Schummler gibt's jetzt Flammen. Das hätte ich schon vor Jahren machen sollen. Perfekt. Nur Asche und Rauch bleibt übrig. Riecht wie ein Lagerfeuer. Oh, dieser Test ist schwieriger, als ich dachte. Okay, Frau Hosten ist abgelenkt. Ich hole schnell mein Handy raus. Puh, da ist ja die Antwort. Was? Oh nein, das macht sie nicht. Jennifer, gib mir dein Handy. Sofort.
beende den Test, ohne zu schummeln. So ein dreistes Mädchen, vor meinen Augen so zu schummeln. Oh nein, ich hab's in die falsche Box gelegt. Oh, ihre Hülle ist ruiniert. Klasse, arbeitet weiter. Ich bin gleich wieder da. Oh, Frau Coleman, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe versehentlich die Handyhülle einer Schülerin verbrannt. Ach, ist das alles? Die Schülerin hat es wahrscheinlich verdient. Aber keine Bange, ich kann helfen. Wow, Sie sind wirklich gut geworden mit Ihren kalten Kräften. Eiskristalle, die sind hübsch. Und die werden Ihre Probleme lösen. Okay, ich lege die Hülle flach auf den Tisch. Und nehme diesen Topcoat-Nagellack. Ich gieße einfach etwas auf die Hülle. Die Bürste hilft, ihn gleichmäßig zu verteilen. Genau so. Die gesamte Hülle ist beschichtet. Und jetzt kommen die Kristalle. Ich nehme diesen Kristall und setze ihn in die Ecke. Sieht gut aus. Zeit für mehr Kristalle. Die Kristalle finden überall ihren Platz. Jeder Fleck wird mit Kristallen bedeckt. Und auch hier oben bleibt nichts offen. Ach, geschafft. Ach, das glitzert so schön. Wow. Ihr Telefon sieht toll aus. Ich weiß, das ist die Macht der kalten Lehrerin. Gern geschehen. Okay, dieses Mal lege ich Ihr Telefon in die richtige Box. Der Test ist vorbei. Bitte bringt ihn mir. Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Danke, Jennifer. Und hier ist dein Telefon zurück. Was ist das denn? Warum sind denn auf meinem Handy Eiskristalle? Das war schon, als du es mir gegeben hast. Frau Hudson? Das ist so eine coole Hülle. Schaut euch die coolen Kristalle auf meiner Hülle an. Juhu, für eine Sekunde dachte ich, ich bin erledigt. Okay, ich bin hier. Toll. Das sind ungefähr 100 Blätter. Ich habe noch viel zu tun. Ich habe hier den Kaffee, Frau Lehrerin. Zweimal Sahne, einmal Zucker. Ist das nicht süß? Du weißt, dass ich Kaffee liebe. Hier. Er bekommt nur ein Blatt? Was soll's? Was geht, Mädchen? Du Lügner, das ist nicht fair. Du gehst unter, nimm das. Mann, das tat gut. Hey, ein Mädchen darf noch träumen, oder? Aber ein bisschen werde ich mich wohl rächen dürfen. Aber ich lasse meine Wut an ihr aus. Oh. Hallo, wie geht's dir? Es ist soweit. Sie liebt ihren Kaffee, was? Muss aufpassen, dass er leer ist. Naja, fast leer. Sie wird sowas von ausrasten. Das müsste reichen. Noch die Beweise loswerden. Und weg. Phew. Hey, schau mal. Du bist so lustig. Tschüss. Mein Kaffee. Wie konnte das passieren? Hey. Was für eine Sauerei. Das ist kein Kaffee. Was? Was? Das war ich nicht. Das ist nicht meins. Hab dich. Mir gefällt Nachsitzen heute irgendwie. Das ist die beste Tarnung. Ziel gesichtet. Warum? Ich habe mein Bestes getan. Wie unfair. Hey, redet die Pflanze mit mir? Hier drüben. Ich? Komm hierher. Okay. Setz dich. Sorry, die Pflanze greift mich an. Was ist das Problem? Ich bin durchgefallen. Ich kann dir helfen. Sieh her.
Wow, eine 1? Das ist nicht kostenlos. Klar, wow. Danke, seltsame Fremde. Wie hast du das geschafft? Eigentlich sollte ich das für mich behalten, aber... Um immer eine 1 zu bekommen, brauchst du einen großen Stift. Benutze ein Skalpell, um den Radiergummi in ein Dreieck zu schneiden. Dann ritzt du eine 1 hinein. Tauche den Radiergummi in rote Farbe und teste den Stempel auf Papier. Siehst du, so einfach geht das. Wow, das muss ich mir merken, danke. Oh, das sind meine Freunde. Leute, seht euch das an, ihr könnt immer Einsen schreiben. Aus dem Weg. Das Geschäft boomt. Setz dich. Hier für dich. Das war's mir wert. Danke. Her mit der Bezahlung. Hey. Wow. Das ist nicht umsonst. Danke. Oh, die Schulglocke. Ich muss das schnell entfernen. Oh no, ich wurde erwischt. Cool bleiben. Nicht so schnell, Madison. Da du auf der Tafel herumgekritzelt hast, kannst du auch diese Gleichung lösen. Ich weiß nicht. Kate, hilf mir. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ernsthaft, Mädels? Kommt, ich zeige es euch. Benutze einfach deine Finger. Ich spreche von der Zeichnung. Wir haben 6, 7, 8, 9 und 10 an jeder Hand. Nun, wo ist die 7? Richtig, hier. Und die 8 ist hier. Nun mal dir alle niedrigen Zahlen auf. 5 Finger insgesamt. Also schreiben wir hier eine 5 hin. Und was ist mit den verbleibenden Fingern? 3 an dieser Hand und 2 hier. Multipliziert diese und ihr bekommt 6. Und das ist das Ergebnis. Wow, ich wusste nicht, dass unsere Finger dazu in der Lage sind. Nun, ich bin eure Lehrerin. Du kannst dich jetzt setzen. Oh, willst du den Laden hier beleben? Tada! Du willst deine Haare waschen? Nicht ganz, Dummerchen. Nur ein kleiner Klecks auf meine Lippen. Bist du verrückt geworden? Schau einfach zu. Siehst du das? Ich kann das nicht glauben. Oh, das muss ich auch probieren. Schau dir die an. Wow. Der Unterricht macht jetzt richtig Spaß. Was zum Mädels? Ahem. Wenn dir dieser Schuleck gefallen hat, dann schau weiter zu. Die Blätter sind alle durcheinander. Das wird kein Spaß. Aua, aua, aua. Jetzt ist alles noch schlimmer. Das war's. Ich muss dieses Problem lösen. Komm her, Tucker. Warum funktioniert der nicht? Keine Heftklammern drin. Natürlich nicht. Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich tun kann. Okay, die Blätter sind alle sortiert. Und jetzt kommt mein Cutter. Ich mache 2 Schnitte, hier und hier. Und ich falte sie so und stecke die Spitzen in den anderen Schlitz. So geht's. Sie halten ohne Klammern zusammen. Ach, endlich, die Blätter sind organisiert. Sie werden auch nicht auseinanderfallen. Ab zum Unterricht. Oh Mann, die Antwort war schon wieder falsch. Okay, dieses Mal mache ich's besser. Oh nein, wieder falsch. Heute ist einfach nicht mein Tag. Okay, konzentriere dich und rechne von vorne. Nein, schon wieder falsch. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Was? So viel Müll und keine richtige Antwort? Wieso ist er so gut in Mathe? Vielleicht kann er mir helfen. Ich? Dir helfen? Vergiss es, Loser, und zieh Leine. Oh, besser nicht. Er würde sich nur über mich lustig machen. Was ist nur los? Ich bin schon voll am Schwitzen. Hey, was ist los? Gar nichts. Was? Er ist schon fast mit dem ganzen Test fertig? Okay, ich muss ihn einfach nach Hilfe fragen.
Dir helfen? Klar, wieso nicht? Ich helfe gerne. Komm, ich zeig dir einen Rechentrick. Male ein Rechteck um die Zahlen und multipliziere sie. Dasselbe machst du mit der ersten Reihe. Dann hast du die Lösung. Dann nimmst du die erste Reihe und addierst sie. Das Ergebnis kommt in die Mitte. Und das ist der ganze Trick. Hier bitte. Vielen Dank. Du bist ein Gentleman und ein Genie. Endlich kann ich den Test hinter mich bringen. Diese Klasse ist das Schlimmste. So langweilig. Ich wünschte, es wäre Zeit, nach Hause zu gehen. Also gut. Wer kann diese Aufgabe lösen? Ich. Oh, nimm mich dran. Ich. Oh, du hast so viel Glück. Du schaffst das. Wie soll ich das im Kopf rechnen? Hey, psst. Hilf mir dabei. Okay. Ich muss perfekt zielen, wenn ich das werfe. Die Stifte, ziel auf die Stifte. Oh, wie ist das denn passiert? Ist einer von euch dafür verantwortlich? Ich hebe das lieber auf. Ja, das hat geklappt. Alles klar, ich komme. Schnell, wir tauschen. Die Lehrerin ist immer noch abgelenkt. Okay, ich muss mein Aussehen ändern. Muss auch die Gummis aus den Haaren nehmen. Okay, Aussehen passt. Jetzt noch das Auftreten anpassen. Okay, das ist der letzte Stift. Bist du soweit, diese Aufgabe zu lösen? Okay. Die erste Zahl ist eine 2, also ziehe ich 2 Linien. Die zweite Zahl ist eine 1, also ziehe ich eine Linie. Dann in die andere Richtung 3 Linien für die 3. Und dann 2 Linien für die letzten 2. Und jetzt ziehe ich die Bögen. Genau so. Und jetzt kommen Punkte. Ein Punkt, wo sich jede Linie schneidet. Dieser Bereich hat 6 Punkte. Im mittleren sind es 7 Punkte. Und im letzten Bereich sind es 2 Punkte. Fertig, jetzt nur noch die Zahlen kombinieren. 672 ist die Lösung. Fertig, das war ein Kinderspiel. Mal sehen. Warte, du hast das gelöst? Wunderbare Arbeit, bravo. Das werdet ihr lieben. Nimm einen Kreis aus Modelliermasse und lege 2 herzförmige Ausstechformen darauf. Drücke die Ausstecher vorsichtig nach unten und entferne die überschüssige Masse. Lege den kleinen Ausstecher dann beiseite. Fülle die Mitte des Herzens mit Epoxidharz. Eine Spritze erleichtert das Ganze etwas. Lass das Harz trocknen und streue etwas Glitzer darüber. Dann kommt ein weiteres Herz obendrauf. Diese Kette ist einfach wunderschön. Wow, schaut mal, die ist so toll. Wie lustig! Die Farben sind so schön! Ich liebe Malen! Es fehlt noch etwas Blau! Ich bin fertig! Das lege ich zum Rest! Das zeige ich Mama! Mama, Mama! Sieh mal! Ich habe dir etwas gemalt! Wie schön! Die Blätter kleben zusammen! Oh, meine Bilder sind ruiniert! Die Blätter kleben aneinander! Ich habe mir so viel Mühe gegeben! Keine Sorge, Liebling! Sieh mal, der Lollipop ist für dich! Lecker! Braves Mädchen! Es gibt keinen Grund, um traurig zu sein! Ich kümmere mich besser um die Wäsche! Moment! Ich weiß, wie ich die Bilder rette! Das könnte funktionieren! Ich brauche nur den Wäscheaufhänger. So, sieht das nicht toll aus? Sollen wir sie aufhängen? Warte, bis die Farbe trocken ist. Du bist so talentiert, Liebling. Ich kann es kaum erwarten, sie einzurahmen. Amazing. Ich erwarte von euch einwandfreies Benehmen während des Tests. Ihr könnt anfangen. Okay, das weiß ich alles. Ich weiß gar nichts. Vielleicht kann ich einen Herzinfarkt vortäuschen. Nee, das ist blöd. Chris? Nicht quatschen. Oh, entschuldigen Sie. Hey, Madison. Was? Du kriegst diesen Schokoriegel. Hilfst du mir? Du weißt, ich liebe Schokolade. Okay. Bitteschön. Klasse. Daran hätte ich früher schon mal denken sollen.
die Antworten. Suchst du die hier? Ja, die habe ich vermisst. Hey, willst du den auch noch? Dann gib mir die Antworten. Ich hab dir doch schon geholfen. Du nervst. Luftpost. Euer Ernst? Das kommt in den Müll. Sie war's, er war's. War ich gar nicht. Doch, warst du. Nein, du Lügner. Was für ein Kindergarten. Ich will doch nur mein Buch lesen. Ich versuch's nochmal. Hey, hey. Was denn jetzt schon wieder? Siehst du diesen Schokoriegel? Wie wäre es mit dem? Ja, ist abgemacht. Wie machen wir das? Ah, ich weiß. Das ist eine Idee. Öffne dein Heft und klebe von oben nach unten Klebestreifen auf. Das machst du auf der ganzen Seite. Dann nimmst du einen Schwamm und schneidest ihn in kleine Stücke. Klebe ein Stück auf einen Marker. Jetzt hast du ein Schwämmchen, um alles Geschriebene wegzuwischen. Und keiner erfährt's. Hey, willst du die Antworten? Dann sieh her. Was machst du da? Warte, siehst du? Klasse, danke. Darauf wäre ich nie gekommen. Was ist denn da los? Ach, nichts, Frau Lehrerin. Sehen Sie? Ich sehe wohl Gespenster. Das war knapp. Hey, gib mir die Schokoriegel. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Yes! Ich liebe es, Aufsätze zu schreiben. Meine leichteste Übung. Argumentieren liegt in meinen Genen. Wow, er hat schon eine halbe Seite? So ein Streber. Überleitungssätze dürfen auch nicht fehlen. Oh Mann, diese Nagelfeile ist zu nichts zu gebrauchen. Nope, ich brauche meine grüne Nagelfeile. Oh, das ist auch ein gutes Argument. Yes, jetzt fehlt nur noch die Schlussfolgerung. Oh nein, mein Bleistift ist ganz stumpf. Schlechtes Timing. Wie soll ich nun die Schlussfolgerung schreiben? Hey, kann ich mir einen Bleistift leihen? Oh, sorry. Ich habe nur Nagelfeilen. Damit kann ich arbeiten. Gib sie her. Yes, es funktioniert. Sie macht meinen Bleistift tatsächlich spitzer. Nice, jetzt kann ich den Aufsatz zu Ende schreiben. Hey, könntest du auch einen Aufsatz für mich schreiben? Natürlich. Eine Hand wäscht die andere. Yes, Zeit für Social Media. Komm schon, komm hier rüber. Alles klar, sind wir bereit? Dann drücken wir die Zahnpaste in die Limo. Mal sehen, was passiert. Nicht im Ernst, das ist so unglaublich. Ein Schnitt und mein Armband ist fertig. So süß. Oh, Jennifer ist zu Hause. Hi, Luna. Hi, warte. Du hast Piercings? Echt cool, was? Ich wollte mal was anderes. Ich will auch anders sein. Wir könnten Piercing-Buddies sein. Das klingt nach einer richtig guten Idee. Komm, lass uns direkt gehen. Hi, ich bin wieder da. Ich habe hier noch ein Opfer, ich meine Kunden. Die? Dein Ernst? Ich schätze, wir können sie etwas aufpeppen. Komm rüber. Du wirst es lieben. Ich schätze, es gibt keinen Weg zurück. Also, ich dachte an ein Piercing hier. Cool. Los geht's. Kein Freund großer Worte, was? Das wird wehtun. Das ist die Nadel? Eine davon. Nicht bewegen. Ich hab gesagt, nicht bewegen. Nein! Also, das war echt peinlich. Die Nadel war aber riesig. Aber ich wollte echt eins haben. Naja, da kann man wohl nichts mehr machen. Oder vielleicht doch? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir brauchen nur etwas Wimpernkleber. Und diese Perlen. Lass uns loslegen. Ich gebe etwas Kleber auf die Perle. Und drücke sie an deine Haut. Jetzt ein Nasenpiercing. Wow, das sieht richtig gut aus. Das hätte mir ruhig schon früher einfallen können. Das ist das Letzte. Wow, vielen Dank. Und komplett schmerzfrei. Du siehst toll aus. Piercing Buddies. Mama wird echt sauer sein. Ich liebe diese Oberteile. Ich hänge sie besser gleich weg.
Ich habe eine Menge Klamotten. Hier muss doch Platz sein. Nee, offensichtlich nicht. Vielleicht kann ich noch eine Lücke schaffen. Ja, ich schaff's. Oh, oh, wow. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich brauche eine Pause. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme die Lasche von der Dose ab. Genau die brauche ich. Ich stülpe sie über den Bügel. Und benutze sie dann, um den zweiten Bügel aufzuhängen. Und noch einmal, das ist total platzsparend. Jetzt passen alle meine Oberteile in den Schrank. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Und jetzt habe ich Zeit für Spaß. Ich liebe Mathe-Tests. Das wird natürlich wieder super einfach. Ich schreibe den kompletten Rechenweg auf. Es schadet nie, die geleistete Arbeit zu zeigen. Und die erste Frage ist gelöst. Was? Wie kann sie schon fertig sein? Und ganz ohne Rechenweg? Wie hat sie das gemacht? Lehrerin? Lehrerin? Oh, was, Madison? Oh, Kate. Du bist fertig? Wirklich? Das war so schnell. Gut gemacht. Komm her und zeig mir deine Antworten. Natürlich, ich komme. Mal sehen. Alles richtig. Du bekommst eine 1 mit Stern. Oh, das macht mich echt wütend. Ich wette, sie hat geschummelt. Madison, sei nicht so. Ich zeig es dir. Okay, aber nur, weil ich gerne dazulerne. Okay, nimm diese Zahl und multipliziere sie mit 2. Jede einzelne Zahl. Das macht 6244. Nun fügen wir ein Komma hinzu. Und das ist die Antwort. Wow, das ist total beeindruckend. Danke, dass du dein Wissen mit mir teilst. Was für ein interessantes Buch. Hey, Mami. Hallo, Liebes. Wo ist es? Ich find's nicht. Aha, hab's. Wendy, sei vorsichtig. Schau, was du gemacht hast. Ich muss weg. Oh, das macht Spaß. Hallo, Mama. Hallo, Süße. Fang! Nein! Nicht schon wieder. Meine ganzen Unterlagen sind nass. Schau dir das an. Ups. Ich verschwinde mal lieber. Nicht bewegen. Aber ich habe dir was zum Trinken gemacht. Das war ein bisschen dramatisch. Dann setze ich mich hier hin. Warte mal, ich habe eine Idee. Und dafür brauche ich dieses Klebeband. Hab's. Das sollte klappen. Ich wickle einen Streifen um das Tischbein. Und klebe das Ende dann an die Rolle. Das sieht stabil aus. Das ist ein super Becherhalter. Mama, schau mal. Ich kann jetzt nichts verschütten. Das ist sehr praktisch. Und es schaut auch gut aus. Oh, der ist köstlich. Ja, ich wusste, dass der dir schmeckt. Mein liebes Mädchen. Danke, Mama. Oh, ich habe so gut geschlafen. Das habe ich fast vergessen. Ich muss eine Notiz schreiben. Den Mathe-Test darf ich nicht vergessen. Die klebe ich in meinen Spind. So habe ich die Notiz immer vor Augen. Oh, ich muss meine Hausaufgaben machen. Okay, das ist praktisch. Und sie hat dasselbe Kleid wie ich getragen. Wirklich? Das war so peinlich. Natürlich stand es mir besser. Dennoch, einen Augenblick. Ich muss etwas aufschreiben, bevor ich es vergesse. Ich muss so viel erledigen. Was machst du da? Wow, das sind echt viele Notizen. Oh, da fällt mir ein. Ich muss Stifte kaufen. Ich liebe es, mit dir abzuhängen, Mindy. Da fällt mir ein. Ich muss Mama anrufen. Das war alles, denke ich. Dein Ernst? Ich bin keine Pinnwand. Hey, der Bilderrahmen bringt mich auf eine Idee. Bin gleich wieder da. Bringe mehr Struktur in dein Leben mit diesem Tipp. Drehe einen Bilderrahmen um und entferne die Rückseite und das Foto. Stecke einen Kalender in den Rahmen. Drehe den Bilderrahmen wieder um, damit du bevorstehende Aufgaben im Blick hast.
Hey, Mindy, sieh mal hier. Was ist das? Du kannst all deine Aufgaben auf das Glas schreiben. Siehst du, an dem Tag hast du einen Mathe-Test. Wow, das ist genial. Danke, Gabby. Oh, warte. Schon besser. Machst du Witze? Ich gebe auf. Ach, schon gesehen, langweilig. Und dann sagten sie, du kannst uns nicht aufhalten. Die sind so lahm. Der Bürgermeister könnte mir sogar eine Belohnung geben. Hä? Es kitzelt in meiner Nase. Oh nein. Ekelhaft. Ich habe eine Allergie. Das ist ganz schön viel Rotz. Oh mein Gott, das ist fantastisch. Das poste ich definitiv in meinen Netzwerken. Warte, bis jeder das gesehen hat. Sie werden es lieben. Das ist so lustig. Tschüss, ihr Loser. Warte mal. Ist das ein Foto von mir? Ich denke schon. Das ist das Schlimmste. Voll peinlich. Keine Panik. Alles wird gut. Denkst du wirklich? Was kann schon Schlimmes passieren? Oh, ich habe Emily wohl unterschätzt. Sie sind überall. Das kann man wohl sagen. Sie ist der Teufel in Person. Mein Leben ist ruiniert. Ich bin überrascht, dass sie zur Schule gekommen ist. Ich muss die Schule wechseln. Okay, das ist ziemlich übel. Mindy, warte. Oh, ich muss etwas unternehmen. Und ich habe einen neuen Fall. Ich darf keine Zeit vergeuden. Rotze. Überall Rotze. Okay, wo ist das Handy? Aha, da ist es. Das wird einfach. Ganz leise. Jetzt muss ich es noch entsperren. Das könnte knifflig werden. Nein, bleib zurück. Aber ich bin vorbereitet. Ich habe hier, was ich brauche. Meine Handcreme. Ich brauche nur einen kleinen Tropfen. Das sollte reichen. Das kommt jetzt auf Ihren Finger. Ist quasi eine Win-Win-Situation. Ich bekomme das Foto und Sie weiche Hände. Erledigt. Oh-oh. Rotze? Das war nur ein Traum. Wie spät ist es? Ich kann die Uhr nicht sehen. Ich muss mein Handy entsperren. Ist ja noch mitten in der Nacht. Ach, ich schlaf weiter. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Das war knapp. Aber alles lief nach Plan. Jetzt ein bisschen Make-up. Aber nicht für mich, ich sehe immer gut aus. Ich bestäube das Telefon damit. Genau so. Den Rest puste ich weg. Und es offenbart mir den Entsperrcode. Ich bin so raffiniert. Entsperren wir das Telefon. Yes! Jetzt komme ich ans Foto ran. Ab in den Mülleimer damit. Erledigt. Ha, leg dich nicht mit meinen Freunden an, Emily. Ich darf keine Spuren hinterlassen. Das sieht gut aus. Wird Zeit, hier zu verschwinden. Außer, ich habe eine bessere Idee. Emily sieht so friedlich aus. Es wäre eine Schande, wenn niemand diesen Moment festhält. Eine wirkliche Schande. Soll ich Jake meine Gefühle gestehen? Ich werde es tun. Hoffentlich gefällt ihm das. Ich bin so nervös. Ich schließe noch den Umschlag. Hä? Er schließt nicht. Ach, egal. Welch interessante Frage. Jake. Das nehme ich. Nein, das ist nicht für dich. Gib ihn zurück. Was haben wir denn da? Dein Ernst? Bitte behalte es für dich. Ihr zwei Nerds? Das ist so lustig. Wieso tut sie mir das an? Was mache ich denn jetzt? Das ist einfach schrecklich. Wenn X4 ist, aha, ich hab's. Ich habe eine Idee. Ich brauche etwas aus meinem Rucksack. Nope, das ist es nicht. Mein Heißkleber, perfekt. Jetzt kann ich den Umschlag schließen. Schütze deine Liebesbriefe mit diesen einfachen Schritten. Trage roten Kleber in die Mitte der Umschlagklappe auf. Benutze so viel, dass du einen Kreis machen kannst. Dann drückst du eine Münze in den Kleber. So entsteht ein Siegel. Lass den Kleber trocknen und entferne die Münze. Deine tiefsten Geheimnisse sind sicher. Der Umschlag ist verschlossen. So kann ich ihn Jake geben. Was willst du? Gib ihn an Jake weiter. Okay.
Was da wohl drin ist? Psst, Jake! Was ist? Das ist von Mindy. Oh! Ich hoffe, es gefällt dir. Ich liebe es. Ich beeilen. Okay. Ignoriere mich einfach. Was machst du denn? Keine Zeit zum Reden. Hey, jetzt mal ganz langsam. Was denn? Warum hast du es denn so eilig? Ich habe ein Date mit Chris. Schau ihn dir nur an. Er ist so süß. Wenn du meinst. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss mich fertig machen. Ich will gut aussehen. Ich will, dass alles perfekt wird. Entspann dich. Das wird schon gut. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Aber ich brauche noch eine Halskette. Oh, sehr schön. Die steht mir einfach richtig gut. Aber ich bekomme sie nicht an. Oh, die passt irgendwie nicht. Luna, kannst du mir helfen? Okay. Her damit. Bitte sehr. Oh! Nein! Nein! Meine Kette! Das ist eine Katastrophe. Was soll ich denn jetzt machen? Tut mir leid. Vielleicht kann ich sie retten. Es muss doch etwas geben. Ich weiß. Ich brauche nur diesen 3D-Stift. Damit male ich auf diesem Modell. Ich mache kleine Kreise mit dem Stift und gehe einmal um den ganzen Hals. Nun eine zweite Reihe mit weiteren Kreisen. So, ich glaube, das reicht. Es ist eine Joker-Halskette. Jennifer, schau mal, was ich habe. Was? Oh, hast du die gemacht? Die ist für dich. Wow, danke. Ich liebe sie. Sie steht mir richtig gut. Du musst los. Viel Spaß. Juhu. Ich bin so... Oh, ich bin wach. Was? Jennifer sieht so gemütlich aus. Warum ist mir das nicht eingefallen? Ah, das ist so schön. Oh, was in aller Welt war das? Boah, dieser Kaktus ist eine Todesfalle. Au, Mann, das tat echt weh. Oh, kann ich mich jetzt endlich ausruhen? Sei lieb. Oh, Mann, das ist immer noch unbequem. Okay, ich muss mich beruhigen. Mann, wo sollte das harte Zeug rauskommen? Ich wusste gar nicht, dass das da alles drin ist. Au! Ach, ein leerer Rucksack nutzt nichts. Mach auf, Jennifer! Was? Wie hast du den denn so weich bekommen? Ja, ich hab dich schon verstanden. Es ist Pflaumen. Ist der nicht süß? Aber er hat ein verletztes Bein. Danke für den kostenlosen Pflaumen. Schnapp dir eine Plastiktüte und fülle sie mit der Pflaumenfüllung. Und wenn sie komplett gefüllt ist, dann mach die Tüte zu. Du kannst dir meins ausleihen. Oh, das ist so weich. Jetzt kann ich mir es endlich gemütlich machen. Oh, das ist gut. Och, Mann, soll das ein Witz sein? So viel zum Nickerchen. Ich könnte jetzt im Kino sitzen. Wenigstens habe ich einen Snack dabei. Komm zu Papa. Oder auch nicht. Du kennst die Regeln, Matthew. Kein Genuss erlaubt. Verstanden. So, wo war ich gerade? Aber ich will wenigstens was trinken. Ich meine, ich muss hydriert bleiben. Hallo? Auch keine Getränke? Ich hasse diesen Ort. Ich werde einfach verhungern. Was für ein Tag.
Blöde Regeln. Immerhin kann ich noch meinen Mund zum Reden benutzen. Was gibt's, Bro? Ich ruf dich zurück. Mann, ich hab nichts mehr. Diese Kinder werden es nie lernen. Kein Essen, kein Telefon, nichts. Das soll wohl ein Witz sein. Ich darf nichts machen, außer hier sitzen? Was ist das für ein teuflischer Ort? Das ist echt nicht in Ordnung. Der ganze Stress macht mich müde. Was? Wir schlafen jetzt? Was ist passiert? Nicht schlafen, natürlich. Wie kommt das alles auf mich? Ich hab's. Ich lasse es so aussehen, als wäre ich wach. Siehst du, was ich sehe? Gute Nacht, Frau Lehrerin. Und schon bin ich im Traumland. Was stört er denn so? Na, Hauptsache, er schläft nicht. Oh, Frau Kugnen, schauen Sie sich an, was meine Schüler gemacht haben. Ach, Frau Hasten, das haben Sie auch schon mit mir gemacht. Wissen Sie was? Wir dürfen das nicht länger dulden. Etwas Chemie sollte unser Problem lösen. Nun, okay. Wenn Sie das sagen. Ach, ach du meine Güte, das ist ganz schön viel Rauch. Atschi, um Himmels Willen. Sie haben mit Ihrem Niesen Feuer gemacht. Und ich kann eins mit meinen Händen machen. Das ist erstaunlich. Unsere Schüler sollten es sich jetzt zweimal überlegen, ob sie sich mit uns anlegen. Und hier lagern wir die wertvollsten Gegenstände. Die werden immer unter Verschluss gehalten. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Du kannst dich aber mal umsehen, das ist ziemlich beeindruckend. Cool. Hereinspaziert. Wie du siehst, ist das ziemlich sicher. Wir haben ein Safe für die wertvollsten Gegenstände. Das ist der Safe-Schlüssel. Schick. Grün bedeutet, dass er offen ist. Sieh da. Ist der nicht wunderschön? Wow, darf ich den mal anfassen? Benimm dich gefälligst. Sorry, der hat nur so gefunkelt. Ich vertraue dir die Schlüssel an, verlier sie bloß nicht. Sie können auf mich zählen. Ich meine das ernst. Natürlich. So weit, so gut. Aha. Ups. Mir ist so langweilig. Ja, ich weiß. Ich werfe einen Blick auf den Diamanten. Was kann schon passieren? Oh oh. Wo ist der Schlüssel? Das ist schlecht. Nein, das darf nicht wahr sein. Wie ist er da hingekommen? Was mache ich denn jetzt? Vielleicht komme ich irgendwie ran. Noch ein bisschen weiter. Was machst du da? Ich reinige nur die Gitterstäbe. Die sind ganz schön schmutzig. Das nenne ich Einsatz. Ich muss mich beeilen. Noch ein bisschen weiter. Ich hab's geschafft. Oh, der Alarm. Ein Insider-Job, was? Du fährst ein. Hey, du. Hey, aufpassen, nicht träumen. Ich darf die nicht verlieren. Warte, ich habe eine Idee. Das sollte mein Problem lösen. Ich platziere den Schlüssel in einer Form. Dann den Safe-Schlüssel obendrauf. Ich ziehe noch eine Linie am Schlüssel entlang. Und ich habe eine Schale mit Epoxidharz vorbereitet. Das gieße ich direkt in die Form. Ich mache die Form bis oben hin voll. Und umschließe die Schlüssel. Jetzt lasse ich es aushärten. Danach hole ich die Schlüssel aus der Form. Diese Schlüssel werde ich nie verlieren. Ich muss an den Safe ran. Ja, sofort. Kommen Sie rein. Wo ist der Safe-Schlüssel? Den habe ich hier. Hä? Was ist das? Der Safe-Schlüssel ist hier drin, so geht er nie verloren. Ha, das ist sehr gut. Du machst einen großartigen Job. Chemieprüfung, du hast eine Stunde Zeit. Oh, ich hasse Tests. Ich weiß nichts davon, na toll. Noch. Heute, ich bin so müde. Hey,
mein Spinner. Der wird mir helfen, wach zu bleiben. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Oh, ich liebe dich, Spinner. Was macht Jennifer da? Sie weiß doch, dass Spinner im Unterricht nicht erlaubt sind. Zeit, dem ein Ende zu setzen mit meinen Eiskräften. Ist es plötzlich kalt drin geworden? Jennifer, du kennst die Regeln. Keine Spinner im Unterricht. Oh, sorry, sorry. Ich mach da mal weiter mit dem Test. Okay, ist sie wieder abgelenkt? Ja, Zeit für einen Kaugummi. Ah ja, das ist genau das, was ich brauche. Na, den Rest stecke ich einfach wieder in meine Tasche. Ich liebe Kaugummi über alles. Ups, oh, meine Blase ist geplatzt. Ich muss den Kaugummi verstecken. Jennifer, das war's. Oh nee, was ist denn jetzt los? Ein Schneesturm im Klassenzimmer. Oh, ich muss mich einpacken, sonst erfriere ich. Mir ist so kalt. Bitte hören Sie auf, Frau Goldman. Hast du deine Lektion gelernt, Jennifer? Okay, dann werde ich meine kalten Kräfte herunterfahren. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin erledigt. Okay, ich mache jetzt meinen Test, versprochen. Das wäre besser für dich. Zwing mich nicht, dich in eine Eiskulptur zu verwandeln. Mann, aber der Test ist so schwer. Warte mal, ich habe eine Idee. Die schaut gerade nicht hin. Ach, mein Handy ist die Rettung. Schnell, ich muss die Antworten finden. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Das war das letzte Mal, dass sie so respektlos ist. Jennifer, du wirst deine heutigen Taten bereuen. Dieses Handy gehört jetzt mir. Gib es mir sofort. Das war's. Mein Telefon. Oh, es ist zu Eis geworden. Wie soll ich das denn jetzt noch benutzen? Autsch, und es ist viel zu kalt zum Halten. Oh, schau ihn dir an. Er ist so süß. Ah. Das schnapp ich mir. Hey, gib das wieder her. Niemals. Das ist meins. Lass einfach los. Oh oh. Schau, was du gemacht hast. Du machst alles kaputt. Das tut mir leid. Das meinte ich ernst. Oh, vielleicht kann ich es ja wieder gut machen. Dafür brauche ich aber das Heft. Hey Jennifer, schau mal. Ich kann diese Aufgabe in etwas Süßes verwandeln. Zuerst löse ich die Gleichungen. Das ist ziemlich einfach. So, das war's? Nein. What? Ich ändere die Lösungen ein wenig ab. Und aus den Zahlen werden Buchstaben. Und daraus wird eine Liebeserklärung. Jetzt bin ich fertig. Wie findest du das? Ich hab dich doch lieb. Oh, tut mir leid. Das war nur ein blöder Streich. Besties? Natürlich. Oh. Ist das mein Test? Oh, ich wusste, dass ich's drauf hab. Mama wird so stolz sein. Und da wusste ich, ich würde die Klassenbeste sein. Hä? Oh, das kann doch nicht sein. Boah, ich werde sowas von Hausarrest bekommen. Schau dir das an. Du weißt, was das bedeutet. Oh Mann, ihre Schuhe versauen die Bühne. Was für eine Intelligenzbestie. Okay, das ist wirklich übel. Nee. Lernen zahlt sich aus. Was ist mit dir? Haha, ja, eine Sekunde. Ich kann nur nicht zugeben, dass ich versagt habe. Es sei denn, das ist es. Das, was es braucht, ist ein bisschen Kreativität. Klebe Tape über die 6. Drücke es an, damit es schön flach ist. Dann zieh das Tape schnell ab. Zeit, die 6 zu korrigieren.
Ja, das ist besser. Keine Angst mehr, das zu zeigen. Hey, Annie. Ich habe auch eine 1 bekommen, siehst du? Oh, super. Wir werden die Abschlussrednerin. Entschuldigung, bist du Jennifer? Du kommst mit uns. Ich wusste, ich hätte nicht lügen dürfen. Ich muss das wieder ändern. Willkommen zurück, blöde 6. Oh, das war knapp. Okay, das ist der Marker, den ich brauche. Los geht's. Ich fange mit dem Schreiben an. Oh, Kevins Haare sind so schön. Er ist auch so süß. Oh, ich könnte ihn den ganzen Tag anschauen. Wow, ich muss geträumt haben. Oh nein, 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 nein. Ich habe seinen Namen und überall Herzen gemalt. Okay, da ist der Schwamm. Es geht nicht ab. Es lässt sich nicht wegwischen. Ich muss den falschen Marker benutzt haben. Oh, das Glas Wasser wird helfen. Ich nehme einfach einen großen Schluck. Okay, jetzt bin ich bereit. Und jetzt heißt es schrubben. Komm schon, geh ab. Es nützt nichts. Das hier funktioniert nicht. Was soll ich jetzt machen? Das wird mir ewig hinterherhängen, wenn die Leute das sehen. Hm? Was ist denn hier los? Ja, sorry, aber das geht nicht mehr ab. Mach dir keine Sorgen, ich kenne einen Trick. Du brauchst allerdings diesen Whiteboard-Marker. Du musst nur den Permanentmarker mit dem Whiteboard abdecken. Jede Linie muss abgedeckt werden. Okay, pass auf. Und jetzt kommt der Wischer. Siehst du? Alles geht jetzt ab. Kein Schrubben nötig. Tada! Kein Kevin mehr dauerhaft an der Tafel geschrieben. Oh, das ist so viel besser. Oh mein Gott, da kommt Kevin. Das war ganz schön knapp. Mach dir keine Sorgen. Meine Lippen sind versiegelt. Hi, Frau Hudson. Alles Essen und Getränke bitte in diese Schachtel. Oh, ich hab ja gar nichts. Okay, gut erwischt. Hi, Frau Hudson. Ich setz mich einfach hin. Nicht so schnell, Jennifer. Lass deine Snacks hier. Okay, hier ist mein KitKat. Ach, jeden Tag versuchen sie, Essen in den Unterricht zu schmuggeln. Okay, sie hat meine Ködersüßigkeiten geschluckt. Jetzt zum richtigen süßen Snack. Oh, das wird so gut schmecken. Was? Jemand isst Schokolade. Ich kann es riechen. Jennifer, ich wusste es. Nee, oh nee, oh nee. Sie hat mich durch ihr Fernglas gesehen. Oh, ich muss so tun, als ob ich arbeite. Oh, sie denkt, sie ist so schlau. Jennifer, beantwortest du bitte die Frage an der Tafel? Ja, sicher, Frau Hudson. Okay, sieht so aus, als ob sie von der Frage abgelenkt ist. Das ist meine Chance. Ist ja die Schokolade. Ach, die liegt auf ihrem Stuhl. Ich wärme sie nur ein bisschen auf. Mal sehen, ob Jennifer geschmolzene Schokolade mag. Das wird sie lernen, Essen in meinen Unterricht zu schmuggeln. Ich bin fertig, Frau Hudson. Ach, gute Arbeit. Du kannst dich wieder auf deinen Platz setzen. Es ist soweit. Ach, gleich passiert's. Aha. Sie wird sich auf die Schokolade setzen. Es geht los. Was? Auf was habe ich mich denn da gerade gesetzt? Oh nee, oh nee, oh nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das hat geklappt. Ach du meine Güte.
Oh, meine Hose. Da ist überall Schokolade, Frau Hotzen. Ja, Jennifer? Ja, du darfst auf die Toilette, um dich sauber zu machen. Das wird sie nicht noch einmal wagen. Oh Mann, ich habe echt Hunger. Zeit, meinen geheimen Snack auszupacken. Hä? Das ist leer. Ich muss es schon aufgegessen haben. Jetzt habe ich nur noch die Verpackungen. Mist. Und nun? Der Süßigkeiten-Safe, natürlich. Hier bewahren die Lehrer all unsere beschlagnahmten Bonbons auf. Sie hat mir schon einige Leckereien weggenommen. Nein. Wenn ich den Safe aufbreche, kann ich mir alles zurückholen. Okay, Zeit für Ocean's 11. Okay, jetzt nur noch den Safe aufbrechen. Mist, ich kenne den Code nicht. In den Filmen sieht das immer so einfach aus. Das gibt's nicht. Das Passwort steht hier geschrieben. Nun, wenn ich das lösen kann? Warum bin ich so schlecht in Mathe? Ich glaube nicht, dass ich das an den Fingern abzählen kann. Moment mal, ich habe doch ein Handy. Aber vergesse es aufzuladen. Kate, was machst du da? Oh, ich dachte schon, du bist die Lehrerin. Komm, hilf mir. Der Süßigkeiten-Safe, verstehe. Ganz einfach. Okay, schau zu. Zuerst schreibe ich die Gleichung auf. Dann ziehe ich eine Linie, schreibe ein Plus und die erste 6. Das gleiche auf der anderen Seite. Nun löse ich die erste Seite. 650. Und nun die zweite Seite. Das macht 240. Diese runden Zahlen sind viel einfacher zu addieren. Das sind 890. Nun gehen wir wieder nach oben und addieren 6 und 2. Jetzt müssen wir nur noch 8 von 890 abziehen. Das bringt uns die Antwort 882. Das war's. Das ist der Code für den Safe. Wow, du bist ein Mathe-Genie. Zeit, um unsere Süßigkeiten zurückzuholen. Es hat funktioniert. Er ist voller Süßigkeiten. Was geht hier vor sich? Oh nein, sie ist wieder da. Wir hatten echt Hunger. Das ist mein liebster Unterricht des Tages. Ich spüre große Picasso-Vibes. Wow, Jennifer ist so gut. Mein Einhorn sieht total lahm aus. Woher weiß sie denn, wie das geht? Es sieht aus, als ob es gleich von der Seite springt. Ja, im Gegensatz zu meinem. Die strotzt nur so vor Talent. Vielleicht liegt es an dem künstlerischen Outfit, das sie trägt. Ich kann das auch. Siehst du? Na, wie sehe ich aus? Werde ich besser? Ja, das ist wohl nein. Mann, die beansprucht die ganze künstlerische Magie für sich. Ich kann auch beide Hände benutzen, weißt du? Die Party kann beginnen. Och, warum ist es denn so schwer, innerhalb der Linien zu bleiben? Oh, das bringt nichts. Ich kann das nicht. Ich bin fertig. Es sei denn... Schau dir diese Stifte an. Die Farben verschmelzen miteinander. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Wenn du zweifarbige Stifte nimmst und die Spitzen zusammenbringst, mischen sich die Farben. Schau, wie es mit dem Blau verschmilzt. Welche Farbe wird das wohl werden? Zeit, das Ding zu testen. Schau dir diese gemischten Farben an. Oh, ich brauche nur einen Stift dazu. Boah, das Orange sieht gut aus. Wer ist jetzt die talentierte Künstlerin, Leute? Hast du sowas schon mal gesehen? Fertig. Schau dir dieses Baby an. Wow, das ist wirklich einzigartig. Ja, ich weiß. Danke. Oh, das weiß ich. Du Glücklicher, ich habe hier zu kämpfen. Ich kann Matthews Antworten nicht sehen. Das ist zu einfach. Ich werde durchfallen. Muss mich unauffällig verhalten. Niemand darf mich sehen.
Hey, echt jetzt? Psst. Willst du mich veräppeln? Ah, sorry, das war ganz schön creepy. Was ist los? Ich habe nicht gelernt und ich werde eine 6 bekommen. Das ist nicht gut. Vielleicht kann ich dir helfen. Lass mich nachdenken. Der Streber scheint's drauf zu haben. Warte hier. Er ist schlau. Ich muss mir sein Blatt genauer ansehen. Dazu brauche ich eins meiner Hightech-Gadgets. Ich habe das von meiner Omi. Wow, was ist hier los? Das ist so merkwürdig. Wow, Omi muss blind sein. Okay, das klappt nicht. Aber ich habe ein Fernglas. Ich kann immer noch nicht sehen. Aber ich gebe nicht auf. Vielleicht klappt's damit. Warte, das ist für später. Ups. Hey, da bin ich wieder. Er ist gut, ich habe die Lösungen nicht bekommen. Warum überrascht mich das nicht? Genau was ich brauche. Warte, das kann ich benutzen. Ich hab's, vertrau mir. Das ist ein toller Test. Kann ich dir helfen? Ich prüfe nur, ob dieser Test allen Schulvorschriften entspricht. Oh, dann bitte. Danke, es dauert nicht lang. Ist alles okay? Oh ja. Yeah. Das war eigenartig, naja. Hey, das ist für dich. Ich nehme alles zurück, du bist eine fantastische Spionin. Ich weiß. Wow, ich werde bestehen. Ich versuche zu arbeiten. Du bist so eine Streberin. Pass mal lieber auf, sonst bestehst du den Test nicht. Süßigkeiten essen macht aber viel mehr Spaß. Ha, was ist da denn los? Süßigkeiten in meinem Unterricht? Was ist das? Ein Wurm! Was denn jetzt? Erwischt. Oh, komm schon. Ich habe eine 1 bekommen. Juhu, ich freue mich ja so. Wie schön für dich. Ich war leider nicht so gut. Oh, schon gut, nicht ärgern. Ich erledige das für dich. Pass auf, ich füge etwas Kleber auf diesen Stick hinzu. Und drücke den Kleber auf die schlechte Note. Gesehen? Die schlechte Note ist weg. Tada, ab jetzt gibt's nur noch 1er. Und jetzt gebe ich dir eine gute Note. Eine 1? Yes! Vielen Dank, du bist die Beste. Lass uns die Aufgabe lösen. Jupp, gute Idee. Ein weiterer Tag. Eine weitere sinnlose Nachsitzaufgabe. Mir ist so langweilig. Zoe, los, komm schon. Ich dachte schon, ich werde nie damit fertig. Fertig! Oh, sehr gut. Hier ist Stapel Nummer 2. Was? Noch einer? Bis später. Geh nicht! Das ist der schlimmste Tag. So werden die Dinge erledigt. Hey, mein Stift hat keine Tinte mehr. So viel habe ich schon geschrieben. Auf zum nächsten, schätze ich. Den habe ich total vergessen. Gibt's hier Stifte? Der wird nichts mehr machen. Ich könnte einen Snack vertragen. Was haben wir denn hier noch? Kabelbinder? Mit denen kann ich was anfangen. Sieht so aus, als komme ich hier doch noch raus. Hallo, Frau Lehrerin. Wenn ich nicht gehen kann, kannst du es auch nicht. Viel Glück beim Aufstehen. Ein Stift. Jetzt kann der Spaß losgehen. Okay, ich bin fertig. Schon? Ich habe noch einen Stapel für dich. Was ist mit dem Stuhl los? Ich klemme. Das wirst du mir büßen. Ja, ja. Und tschüss. Komm wieder her, du.
Okay, klasse. Kommen wir jetzt zu unserem Test. Madison, bitteschön. Na klasse, ich hätte lernen sollen. Ich hätte wirklich lernen sollen. Vielleicht kann ich Hilfe kriegen. Mathe macht so viel Spaß. Das ist so aufregend. Wow, hat der denn gar kein Leben? Aber, hi. Hä? Kannst du mir helfen? Na klar, obwohl, alles hat seinen Preis. Ein Kuss und du kriegst die Antworten. Was? So dringend brauche ich die auch nicht. Was für ein Freak. Okay, du machst das schon. Sind ja nur Zahlen. Und das hilft mir überhaupt nicht. Das ist so falsch. Komm schon, Gehirn. Madison, die Zeit läuft. Leg los. Ich versuch's ja. Hey, nur ein Kuss, oder? Was für ein Tag. Wow. Es ist nur ein Kuss. Denk einfach an deine Oma. Hier auf die Wange. Ich brauche Mundspülung. Es ist vorbei. Hey, gib mir die Antworten. Ah ja, Deal ist Deal. Sieh her. Um die Antwort zu erhalten, schreibst du die Aufgabe auf. Dann addierst du diese beiden Zahlen. 6 plus 4 ist gleich 10. Dann ziehst du diese 2 von der 10 ab. Macht 8. Bei der nächsten Aufgabe machst du einfach dasselbe. Diesmal addieren für 2 und 5. Das ist 7. Dann subtrahieren wir 2. Die Lösung ist 5. Wow, das ist so genial. Danke, das schaffe ich. Die erste Lösung ist 8. Dann 5. Sie weiß alle Antworten. Pass auf, kannst du mir helfen? Na schön, kostet dich einen Kuss. Ich denke, das ist es wert. Wie gemein, das ist meine Freundin. Ran an die Arbeit. Was? Wie unverschämt. Sie hat auch einen Einhornkoffer? Mein Koffer ist besser als deiner. Zieh's dir rein. Ich habe eine ganze Farbpalette. Sie ist bestimmt voll neidisch. Meine Farben sind genauso gut. So kann ich mein Make-up immer auffrischen. Meine Stifte sind wie die Klauen von Wolverine. Das beeindruckt mich nicht. Ich habe einen neuen Lippenstift. Wie langweilig. Ich habe unendlich viel Bleistiftminen. Oh, ich kann ihn nicht leiden. Und eine ganze Pinselsammlung. Wie öde. Ich habe etwas Besseres. Ganz genau. Eine ganze Reihe von Make-up-Pinseln. Oh Mann, da kann ich wohl nicht mithalten. Ein Augenblick. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe eine geniale Idee. Du brauchst ein Stück Filz, ein Lineal und etwas Kreide. Dann ziehst du eine gestrichelte Linie jeden zweiten Zentimeter. Etwa so. Dasselbe machst du insgesamt 4-mal. Die gestrichelte Linie schneidest du aus. Jetzt kommen meine Stifte und Pinsel ins Spiel. Die kann ich ganz einfach in die Schlitze stecken. Jetzt kann ich sie einrollen. Wenn alles eingerollt ist, gebe ich etwas Heißkleber an dieser Stelle hinzu. Dann kommt eine Schleife mit einem Gummiband hinzu. Und fertig! Echt genial! Zieh dir mal das coole Teil rein. What the heck ist das? Sein Ernst? Was geht da vor sich? Oh, ein Wettbewerb. Und der Sieger ist... er! Oh mein Gott, yes! Das bedeutet mir so viel! Sowas von gemein! Okay, ich zeige euch, wie man das löst. Das ist so langweilig. Ich schreibe das besser mit, falls es im Test drankommt. Seid ihr noch alle dabei? Okay, die nächsten Schritte. Ah, das ist so viel! Warum verkompliziert sie das so sehr? Ernsthaft? Niemals! Kate, was ist so lustig? Es gibt eine viel einfachere Methode. Ich werde Ihnen einen Hack zeigen. Es sind 80%, also nehmen wir die 8. Von 90, also multiplizieren wir es mit 9. Das Ergebnis ist 72, genau wie Ihre Antwort. Machst du Witze? So einfach ist das? Wow! Das ist so viel einfacher. Ich streiche alle diese Notizen durch und schreibe Kates Rechenweg auf.
Was für eine Erleichterung. Alles klar, ich bin bereit. Oh, stimmt, natürlich. Ich brauche nicht so viel Make-up. Ich sehe schon natürlich hübsch aus. Das sehe ich. Wie wär's mit etwas Lippenstift? Oh, Moment, ich habe einen Anruf. Echt jetzt? Hallo? Machst du Witze? Was hat er getan? Bin schon unterwegs. It's Showtime. Wir müssen los. Oh, ja, natürlich. Warte, so kann ich doch nicht raus. Was mache ich denn nur? Hey, Make-up-Lady? Komm zurück. Das ist eine Katastrophe. Na los. Wie schwer kann das schon sein? So weit, so gut. Wem will ich hier was vormachen? Ich sehe doch aus wie ein Clown. Okay, versuchen wir es mal anders. Ich hoffe, das klappt. Diese Yoga-Stunden haben sich wirklich gelohnt. Ja, ich weiß. Ich hole sie jetzt. Das ist nicht, wonach es aussieht. Was zur... Wir brauchen hier wahrscheinlich noch etwas länger. Ich versuche mich nur zu schminken. Wow, so aber nicht. Es muss doch was geben, was wir tun können. Na toll, mir hängt ein Faden aus dem Ärmel. Moment, warte mal. Vielleicht können wir ihn benutzen. Ein Versuch ist es wert. Was tust du da? Ich reibe den Faden über den Lippenstift, damit der Faden damit bedeckt ist. Jetzt ziehe ich eine Kontur um deine Lippen. Und noch die Unterlippe. Und dann malen wir die Lippen aus. So, fertig. Wow, das sieht toll aus. Ich sehe aus wie auf dem Poster. Perfekt. Was soll das heißen? Die Show hat begonnen. Mindy ist bei mir. Los, beweg dich. Komm, komm, komm. Dann mal los. Unser heutiges Thema ist das Poppet-Einhorn. Wer zuletzt fertig ist, verliert. Ich gewinne. Ja, ich gewinne. Lana. Bereit? Ich bitte dich. Ich wurde bereits geboren. Das sollte kein Problem sein. Ich muss gewinnen. Schneller. Los, komm schon. Das Ding gewinne ich mit links. Bereite dich auf eine Niederlage vor. Ha, denkst du? Fast fertig. Wahre Kunst kommt von... Ach, vergesst es. Ich muss weitermalen. Meine Stifte, die kann ich nicht mehr benutzen. Die sind alle hin. Das fehlt mir gerade noch. Was treibt sie denn? Das letzte Stück. Komm schon, nur noch so wenig und ich habe gewonnen. Ich brauche mehr Stifte. Wie läuft's bei ihm? In der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann ihn nicht gewinnen lassen, aber ich habe keine Stifte. Moment, sie hat keine Stifte mehr. Das werde ich bereuen. Zeig mal her. Da muss ich doch was machen lassen. Hallo? Ich habe eine geniale Idee. Dieser Strohhalm könnte nützlich sein. Nimm einen Strohhalm und stecke den Stummel hinein. Auf der anderen Seite tust du dasselbe. Jetzt hast du einen Stift, mit dem du schreiben und malen kannst. Ich will keinen geschenkten Sieg. Hey, die sind für dich. Stifte? Das heißt, ich kann mein Bild zu Ende malen. Danke. Da nicht für. Warte. Wir beginnen in 3, 2, 1, los. Okay, lass uns um die Wette rechnen. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Warte mal ab. 3 und los. Schau nur, wie verbissen sie rechnet. Warte, rechnet sie nicht? Naja, egal, dann werde ich wohl gewinnen. Was macht sie denn jetzt? Feilt sie ihre Nägel? Absolut lächerlich. Nimmt sie das noch ernst? Kaffee? Wo hat sie denn den her? Und ein Schokoriegel? Warum isst sie nicht einfach zum Mittag oder so? In Ordnung, ich mache einfach weiter. Ich bin fertig.
Was? Niemals! Wie ist das möglich? Aber ich habe die Gleichung noch nicht gelöst. Sie arbeitet so hart. Ich würde ja lieber intelligenter arbeiten. Ich schreibe die erste Zahl oben hin. Und die zweite Zahl an die Seite. Okay, 3 mal 7 ist 21. Also schreibe ich die Zahl in diese Ecke. Okay, dann als nächstes 7 mal 1. Das ist einfach, 7. Das Ergebnis kommt ins mittlere Quadrat. Dann schließlich 4 mal 7. Und das sind natürlich 28. Ins letzte Quadrat damit. Die erste Zahl ist 2. Dann addiere ich die nächsten beiden Zahlen. Das ergibt 1. Dann die nächsten. 7 plus 2 ist 9. Die 8 kommt hier hin. Und die letzte Zahl, die 8. Und das ist die Lösung. 2198. Gelöst! Der Test ist echt langweilig. Mir gefällt er. Du bist so ein Streber. Gestalten wir das Ganze spaßiger. Hey, hör auf damit! Die Frage finde ich gut. Kann das endlich vorbei sein? Oh, Augenblick mal. Hey, was ist schon wieder? Sieh dir das rein. Ich reibe den Stift an meinem Ärmel und drehe ihn um die Kapsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, ist das Magie? Lass mich mal. Hä? Habe ich etwas falsch gemacht? Ein Magier verrät nie seine Geheimnisse. Vielleicht brauche ich mehr Reibung. Und los! Es klappt nicht. Oh, ich hab's. Hier helfen nur meine grauen Zellen weiter. Ah, ich habe die Erdanziehungskraft nicht beachtet. Und die Erdrotation bedeutet, das ist es. Ich versuch's nochmal. Das ist keine Magie, wenn du meinst. Oh, klasse, hört auf zu reden. Sorry. Durchschaut. Ups. Ich hab dich im Auge, Sophia. Ich mach meine Aufgabe, okay? Das ist deine letzte Warnung. Hey, wo ist mein Stift hin? So wird das nichts mit dem Test. Ich langweile mich zu Tode. Ich könnte einen kleinen Zuckerschub vertragen. Rein damit. Oh, Gabby. Muss ich es wirklich noch sagen? Keine Getränke, hä? Woher sollte ich das wissen? Hier gibt es eine Menge Regeln. Die nehme ich. Das Zeug ist sowieso schlecht für dich. Und ich habe langsam genug von Kaffee. Das ist so ungerecht. Miss? Hey! Ich komme schon. Lass uns reden. Das wird sie mir büßen. Ich kann auch ein bisschen Spaß haben. Sie wird sich wünschen, sie hätte die weggeworfen. Becher Nummer 1, unten ohne Baby. Sie liebt Cola? Dann bekommt sie sie auch. Zumindest wird sie das denken. Noch ein Stück Folie. Und schon kann der Deckel drauf. Aber ich muss das abschneiden. Sie wird nicht merken, dass es da ist. Ich beeil mich besser. Jetzt nicht mehr bewegen. Das wird perfekt. Sehr gut gemacht. Dieser Mann ist wirklich ein Genie. So wie ich. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Seltsam. Wo ist die Limo? Es geht los. Hä? Nein, mein Rock. Wie? Warum? Schau mich nicht so an. Oh, was für ein Tag. Das ist ein schöner Platz zum Sitzen. Wow, hier ist es bezaubernd. Ich bin so gern in der Natur. Oh, so ein süßes Eichhörnchen. Hey, kleiner Kerl. Oh, darf ich dich zeichnen? Nicht bewegen.
Ups, das war knapp. Sorry, ich brauche noch eine Minute. Vielleicht, wenn ich mich an die Bank lehne. Moment noch. Ach nee, das wird nix. Ich krieg's nicht gebacken. Warum muss das denn so schwer sein? Das ist so frustrierend. Oh, die Pizza sieht aber lecker aus. Kann ich dir helfen? Hi, könnte ich die Schachtel haben? Ich zahle auch dafür. Ja, aber nicht die Pizza. Oh, cool, jetzt kann ich mir noch eine kaufen. Heute ist mein Glückstag. Das hier ist genau das, was ich brauche. Damit halte ich den Deckel oben und dann lege ich mein Blatt da drauf. Und ich habe eine Staffelei wie ein Künstler. Und nun kann ich dich malen. Oh. Oh, aber ich kann die Pizza-Lady malen. Das sieht schon gut aus. Aber Porträts sind eine echte Challenge. Pizza ist das einzig wahre Essen. Hey, du warst echt ein tolles Modell. Was hast du gesagt? Sag mal, malst du mich etwa? Das muss ich mir ansehen. Ich bin einfach mal ganz leise. Niemals. Unfassbar. Das ist ein wahres Meisterwerk. Wow. Du hast mich erschreckt. Das bist du. Ich hoffe, dir gefällt's. Gefällt mir sehr. Darf ich's dir abkaufen? Na klar. Danke, du bist echt eine richtige Künstlerin. Das ist so nett. Ich vergesse immer mein Passwort. Ich muss es griffbereit haben. Perfekt, ich will nicht wieder ausgeloggt werden. Okay, was jetzt? Ach, Mindy. So ein schlechter Test ist mir noch nie unter die Augen gekommen. Mindy, komm her. Was? Fast hättest du auch deinen Namen falsch geschrieben. Setz dich. Ich habe keine Zeit dafür. Ich etwa? Sei nicht so vorlaut, das ist ernst. Das ist die dritte 6 diese Woche. Du musst besser werden. Bla bla bla, ich habe das alles schon gehört. Gut, das heißt, du kannst den Test nochmal machen. Ihr Ernst? Das ist unfair. Also, du brauchst bessere Noten, andernfalls. Oh, sollte mir das etwa Angst machen? Denkt sie wirklich, dass ich den Test jetzt mache? Ich habe bessere Sachen zu tun. Hm, der Stuhl ist echt bequem. Aha, Kaugummi. Und der ist frisch. Der wird noch Geschmack haben. Schön minzig. Hm, was kann ich noch machen? Ich könnte eine Runde drehen. Brumm. Tut tut, lasst mich durch. Pass doch auf. Ah! Ah! Au, das gibt blaue Flecken. Schätze, ich brauche noch ein paar Fahrstunden. Das streite ich einfach ab. Jetzt ist mir langweilig. Hä? Was ist das? Nein, das kann nicht sein. Niemand lässt sein Passwort so frei rumliegen. Ich meine, niemand ist so dumm, oder? Ich sollte es ausprobieren, sicherheitshalber. Sie fordern mich ja förmlich heraus. Ich könnte die Lösungen bekommen. Ich werde eine Einserschülerin. Ist nicht, wonach es aussieht. Nein, es sieht so aus, als würdest du meinen Laptop knacken. Ich kann alles sehen. Schau mal nach oben. Bitte lächeln, du wirst aufgenommen. Oh, das wusste ich doch. Das war, ein Streich. Das glauben Sie mir nicht, oder? Nein. Ich schließe einfach den Laptop. Das ist eine gute Idee. Und den nehme ich mit, falls du wieder in Versuchung gerätst. Vergiss den Test nicht. Ich möchte eine Verbesserung sehen. Egal, sie denkt, sie ist so clever. Aber ich bin smarter. Vielleicht hat sie das Passwort nochmal aufgeschrieben. Och, es war ein Versuch wert. Gut, gut, gut. Da bin ich wohl zur rechten Zeit am rechten Ort. Psst. Wo kommst du denn her? Ich kann dir helfen. Was ist los? Ich muss diesen Test machen. Und die Lösungen stehen hier drin. Hm, das ist ein Problem. Aber ich weiß. Bleib zurück. Das könnte unschön werden. Nein, hör auf. Bist du verrückt? Wir müssen subtil vorgehen. Schau. Ist das eine Kamera? Oh, ich mag Herausforderungen. Ich bin gleich zurück. Hey, Kameras sind nicht erlaubt. Du könntest Probleme bekommen. Wow, das war gut. Das läuft hier aus dem Ruder. Keine Panik, ich habe das hier. Ich muss nur den Laptop scannen. Und das klappt? Ich stecke in echten Schwierigkeiten. Ich glaube, der Akku ist alle. Kein Problem, ich habe einen Backup-Plan. Dann knacke ich ihn ebenso. Also, ich danke dir ja für deine Hilfe. Sch, ich kann was hören.
Klingt, als ob da jemand redet. Warte, ich hab's. Das ist der Durchbruch, den wir brauchen. Warte einfach, ich fahre mit dem Bleistift über das Post-it. Und wie von Zauberhand bekommen wir das Passwort. Ich hab's wieder geschafft, siehst du? Es gibt nichts, was ich nicht lösen kann. Hey, schau dir das an. Niemals. Du hast das Passwort? Wirklich? Wir müssen schnell machen. Ich hoffe, das klappt. Yes, wir sind drin. Boom, danke. Jetzt bestehe ich den Test. Ich mache nur meine Arbeit. Was ist das? Ist da noch eine andere Kamera? Oh, sie ist gut. Mir ist so langweilig. Ich versuche aufzupassen. Das ist total interessant. Fertig. Meine Notizen sind fertig. Du bist voll nerdy. Ich kapiere nichts davon. Wer kann darauf antworten? Jennifer? Na, lass mal. Wendy? Oh, okay. Danke. Das ist die Gelegenheit. Oh, das wusste ich nicht. Warte mal. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Ich habe in ihr Heft gemalt. Jetzt weiß sie, dass ich bei ihr abgeschrieben habe. Außer ich kann es verstecken. Ich kopiere das Geschriebene nach hinten ins Heft. So wird sie es erstmal nicht bemerken. Was macht sie denn jetzt? Sie macht definitiv keine Schularbeiten. Fertig, aber noch eine Sache ist zu tun. Ich muss so einen blöden Kreis zeichnen. Oh, hätte ich mal im Unterricht aufgepasst. Was ist da los? Arbeitet sie etwa mit? Ich zeichne um die Rolle Klebeband rum. Das ergibt den perfekten Kreis. Na, vielleicht auch nicht. Es tut weh, das zu sehen. Mach weiter, Wendy. Oh, ich hab's. Ich hab diese Münze. Langsam. Warum ist das so schwer? Das ist doch nur ein Kreis. Ha, was kann ich sonst noch nehmen? Was ist mit der Schere? Ich denke, das könnte klappen. Einen Versuch ist's wert. Ich lege die Schere auf den Tisch. Dann trage ich Kleber auf einen der Griffe auf. Und jetzt klebe ich einen Bleistift drauf. Das scheint zu halten. Jetzt kann ich den perfekten Kreis ziehen. Die Schere funktioniert jetzt wie ein Zirkel. Ich muss sie nur herumdrehen. Ich hab's geschafft, zum Glück. Danke. Gut gemacht, Wendy. Jennifer? Oh, warum die Mühe? Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, sie bemerkt es jetzt nicht. Moment mal, das darf nicht wahr sein. Oh nein, sie hat's geschnallt. Da ist Staub auf meiner Seite. Oh, puh, bin ich froh, diesen Zirkel für die Kreise zu haben. Das darf doch nicht wahr sein. Aber naja. Ich wusste, dass ich diese Klasse hasse. Okay, heute schreiben wir einen Test. Viel Glück. Hier der Test, Mandy. Okay. Das sieht schwierig aus. Ich hätte lernen sollen. Ich glaube, A ist richtig. Nein, das sieht nicht richtig aus. Vielleicht errate ich die richtige Antwort. Was schreibt Gabby? Oh, ich sehe es nicht. Das wird eine 6. Was mache ich jetzt? Das ist zwecklos. Oh, das ist es. Ich radiere das weg. Wo ist mein Radiergummi hin? Das ist ja einfach. Gabby hat kein Radiergummi. Hey, nicht abschauen. Kunst macht echt Laune. Immerhin wird es noch mehr mit 6 ergeben. Das ist lustig und so hübsch. Moment mal. Ich leihe mir das aus. Das ist meine Rettung. Kein Radiergummi, kein Problem. Gib Heißkleber auf den Stift. Dreh den Stift, dann wird es einfacher. Trage den Kleber bis oben hin auf. Trage viele Schichten auf, bis du eine Kugel hast. Mache sie nach oben spitz. Dann kommt Glitzer hinzu. Gebe Glitzer hinzu, bevor der Kleber trocken ist. Das sieht wie Eiscreme aus. So kann ich die falschen Antworten wegradieren. Es funktioniert. Zum Glück ist mir das eingefallen. Jetzt kommt die richtige Antwort von Gabby. Danke. Yay. Hey Lehrer, ich bin fertig. Sie werden beeindruckt sein. Das werden wir ja sehen. Oh, interessant. Mhm. Gut gemacht. 1+. Ein Kaffee für mich. Einen Kaffee für Frotzen. Köstliches Koffein. Au,
Oh, und der ist zu heiß. Nun, das kann ich beheben. Nur ein paar Eiskräfte. Fast fertig. Perfekt, ein Kaffee-Eis im Stiel. Genau wie ich es mag. Das schmeckt so gut. Ah, Sie haben mir einen Kaffee besorgt, danke. Was macht sie denn da drüben? Oh, das ist mir zu kalt. Ich liebe meinen Kaffee heiß. Was? Eis in meinem Kaffee? Frau Coldman, wissen Sie etwas über diesen Eiswürfel? Der war in Ihrem Kaffee? Ich habe keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Haben Sie... Auf keinen Fall. Ups, ein Versehen. Ich mag keinen eiskalten Kaffee. Moment, ich kann das mit meinen Feuerkräften beheben. Mit diesem Feuerball wird es klappen. Rein mit dir, noch ein wenig umrühren. Genau so will ich ihn haben. Schön heiß. Das wird mich auf Trab bringen. Ja, sieht so aus, als ob jede bekommen hat, was sie wollte. Was esse ich zuerst? Oh, die sehen gut aus. Die riechen lecker. Los geht's. Ups. Oh, das ist fantastisch. Endlich zu Hause. Wo sind meine Schlüssel? Ist okay. Wendy ist ja zu Hause. Wuhu! Was dauert denn so lange? Wendy? Hallo? Oh yeah! Wuhu! Oh, mein Kopf! Das tut weh. Was ist das für ein Geräusch? Lass mich rein, Wendy! Oh nein! Hier sieht's aus wie im Saustall. Mama wird sauer werden. Ich muss schnell sauber machen. Hä? Wo ist der Rest vom Wischer? Was mache ich denn jetzt? Ja, genau. Ich nehme einfach meine Socken. Ich ziehe die einfach über den Wischer. Und mache das Gleiche mit der anderen Socke. Jetzt ist es ein Do-it-yourself-Wischer. Ich bin genial. Und jetzt muss ich sauber machen. Wow, das war eine großartige Idee. Oh, hi, Mami. Komm rein, wie war dein Tag? Was geht hier vor sich? Komm, setz dich, relax. Das war knapp. Hier ist es sauber. Ich meine, wirklich sauber. Warte, was ist das? Nichts. Ich sitze auf etwas. Das ist eine leere Chips-Tüte. Wie ist die denn hierher gekommen? Tschüss! Komm zurück! Eine Wellenlinie? Ich hab's schon kapiert. Oh, die Mine ist gebrochen. Egal, ich habe eine Spitze. Zumindest dachte ich, ich hätte einen. Was geht's? Oh, das liegt in meinem Spind. Was soll's? Der muss hier irgendwo sein. Da ist er! Ups! Oh, komm schon! Nene! Das ist so frustrierend. Oh. Hey, Gabby, darf ich bitte deinen Spitzer ausleihen? Den hier? Klar. Danke. War das die Schulglocke? Juhu, die Stunde ist vorbei. Endlich kann ich nach Hause. Mal was anderes. Man sieht sich morgen. Bye. Bye. Nein. Man sieht sich, Loser. Warte! Mein Ring bringt mich auf eine Idee. Das könnte funktionieren. Entferne den Stein von einem Ring. Gebe Kleber auf den Ring. Stecke eine Spitze auf den Kleber. Warte, bis der Kleber getrocknet ist. So hast du immer einen Spitzer bei dir. Sieht gut aus und ist praktisch. Und ich habe ihn immer bei mir. Den Ring darf ich nur nicht verlieren. Daran hätte ich früher denken können. Das funktioniert perfekt. Gut gemacht. Okay. Wen soll ich dran nehmen? Kate, bitte komm zur Tafel. Das kann ich definitiv lösen. Ich bringe einfach die drei hier nach unten.
Und die 4 kommt hier hin. Und die 9 komplett nach unten. Oh, ja. Setz dich bitte. Was ist hier gerade passiert? Oh mein Gott, wow! Schau dir die mal an! Hä? Oh, hi Mindy. Diese Schuhe sind so süß. Du musst mir sagen, wo du sie her hast, ja? Komm, ich helfe dir. Oh, fast vergessen. Was hältst du von meinen Schuhen? Wow, die sind mega schön. Bin total neidisch. Oh, du bist so lieb. Die passen super zu dem Oberteil. Hey Mädels. Dieser Farbton ist richtig geil. Was ist los? Sind das deine Schuhe? Ein bisschen langweilig, oder? Die sind voll peinlich. Wer trägt denn sowas noch? Ja, ich weiß. Ich mag die. Die passen zu all meinen Klamotten. Ach, mir egal. Was war das? Oh, ich glaube, ich bin auf was draufgetreten. Oh, das war der Stift. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder doch? Euch werde ich's zeigen. Ich brauche noch mehr Stifte. Mit denen werde ich meine Schuhe upgraden. Dazu trage ich Kleber auf den Stift auf. Einmal komplett der Länge nach. Dann klebe ich ihn an meinen Absatz. Und das mache ich auch noch mit den anderen Stiften. Ich will den gesamten Absatz bekleben. Ich nehme längere Stifte, wenn ich rumgehe. Das ist der letzte. Wow, das ist so schön bunt geworden. Und nur noch etwas Farbe für den Schuh. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Schuh. Wer muss schon neue Schuhe kaufen? Oh, ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Und los! Ich gehe später noch shoppen. Kommst du mit? Oh mein Gott! Schau dir nur diese Schuhe an! Na, was sagt ihr dazu, Mädels? Sieht gut aus, oder? Mach den Mund zu, es zieht. Wow! Schnell, solange er abgelenkt ist. Was für ein Glück, dass er ohne Brille blind wie ein Maulwurf ist. Das wird klasse. Viel Spaß, kleiner Kakaofen. Schon besser. Jetzt muss ich ein paar Kopien machen. Konzentration, wir schreiben einen Test. Das ist kein Scherz. Bitteschön. Einer für dich. Hey, Simon, ein Kakaofen. Der Test, er ist ruiniert. Ach, ich kann hier nicht länger sitzen. Die Lehrerin passt ja nicht mal auf. Ich sehe das. Leg dich nicht mit mir an. Diese Frau sieht ja echt alles. Amateurin. Ich kann's nicht. Psst. Gabby? Was ist los? Wo ist sie? Was? Jetzt sitze ich hier ganz alleine. Moment mal. Ich brauche die mehr als du. Zeit für eine extra Hand. Jetzt kann ich das in Ruhe lesen. Die Antworten sind jetzt ganz klar. Zoe? Hm? Fast fertig. Okay. Sie hat's mir voll abgekauft. Ich habe so Angst vor dem Test. Echt? Das wird ganz einfach. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, sie schaut nicht. Das ist meine Chance. Taschenrechner, du musst mich retten. Benutzt sie einen Taschenrechner? Madison, ich kann dich sehen. Oh, sorry. Ich lege ihn weg. Wie kann ich das lösen? Vielleicht so? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Welche Antwort hat Kate? Was? Sie ist schon fertig? Was ist das auf ihrem Papier? Kritzeleien? Kate, was sind das für Schmetterlinge? Hier, ich zeige es dir. Sind die Brüche. Nun zeichne ich diagonale Kreise auf beide Seiten und verwandle sie dann in Schmetterlinge. Nun multiplizieren wir die Flügel.
und schreiben die Antwort neben die Fühler. Denke an beide Flügel. Als nächstes multiplizieren wir die unteren Zahlen und ziehen dann die Zahlen neben den Fühlern ab. Das ist die obere Zahl und die untere hast du bereits. Fertig! Wow, total nützlich und hübsch! Fertig! Lass uns den Test abgeben! Echt cool, oder? Besser als langweilige Schularbeiten. Gabby, was machst du da? Gib das her! Das ist nur ein Buch. Das verstehe ich nicht. Okay, pass bitte gut auf. Niemand darf mich sehen. Niemand. Puh, ist jemand in Sicht? Ich bin wohl alleine. Oh, Ava, du bist meine Traumfrau. Okay, jetzt oder nie, bevor mich noch jemand sieht. Sie wird sich bestimmt über diesen Cupcake von mir freuen. Oh nein, da drüben ist sie ja schon. Ich muss schnell verduften. Ich verstecke mich hier. Okay, gleich hat sie den Cupcake. Sie checkt noch ihr Handy. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Da ist Jake. Hi, Ava. Hier, die sind für dich. Für mich? Wow, die sehen voll gut aus. Ich probiere die Erdbeere zuerst. So gut. Willst du eine? Nein, das ist unfair. Er hat mir eins ausgewischt. Okay, das ist mein Moment. Sie wird sich bestimmt über Tulpen freuen. Hi, Ava. Hä? Wer ist da? Oh, hi. Gibt es etwas, das du von mir brauchst? Oh, nee, schon gut. Na gut. Die Rosen riechen sowas von gut. Ava braucht ein Blatt Papier. Das ist meine Chance. Hier, Ava, nimm mein Notizbuch. Nur zu, bediene dich. Ich weiß, dass du Lila liebst. Oh, sie wird bestimmt Jakes Sachen nehmen. Ich habe 3 Stück nur für dich alleine. Wow, dein Notizbuch sieht voll interessant aus. Was? Echt jetzt? Du brauchst viele Pailletten, Perlen und andere lustige Dinge. Ich habe verschiedene Farben genommen. Dann habe ich den Deckel von der Chipsdose genommen. Mit Heißkleber bin ich den Rand entlang gefahren. Dann habe ich es auf das Notizbuch geklebt. Und fertig, jede Menge glitzernder Spaß für mich. Was? Du hast das selbst gemacht? Ich habe auch Tulpen für dich. Das Ergebnis der Gleichung ist einfach. Oh, ich muss schlafen. Das ist so öde, ich ruhe kurz meine Augen aus. Oh, ich brauche eine Ablenkung. Ich weiß, was ich tun muss. Hey, Mindy, was ist? Sieh dir das an. Ich male ein Gesicht auf meinen Finger. Und klebe einen Ballon darauf. Hallo, Mindy. Wieso hast du das gemacht? Du siehst albern aus. Hör auf, mich auszulachen. Ich bin noch nicht fertig. Ich male noch ein Gesicht auf diesen Finger. Das sind die Augen. Ich male noch eine Hand dazu. Das wird toll aussehen. Das Gesicht bekommt eine Maske auf. Der hier sieht gruselig aus. Fehlen nur noch die Augen. Komm nicht näher, Kopf. Rette mich! Gleichungen? Was? Wo bin ich? Wie das wohl ausgeht? Was ist da los? Oh, schon kapiert. Hilfe! Reißt euch im Unterricht zusammen. Ich dulde keine Ablenkung während der Stunde. Okay, schon gut. Wow, er ist wütend. Dieser Test ist so schwer. Nicht mal das Ding kann mir helfen. Außer 2 Taschenrechner minus 1 Taschenrechner. Oh, damit wird's gehen. Nimm das. Ja, die Antwort ist 1, oder? Problem gelöst. Ich bin ein moderner Einstein. Einstein, hä? Darüber kannst du beim Nachsitzen nachdenken. Nein, ich muss hier raus. Ich hasse Nachsitzen. Okay, ich habe meine Handys. Moment mal. Oh nein, sie sammelt von jedem das Handy ein. Sie wird mir bestimmt mein Handy wegnehmen. Okay, dann muss ich es eben verstecken. In meiner Tasche, einfach überall. Okay, perfekt. So sollte ich an ihr vorbeikommen. Stopp, 1 sollte ich besser abgeben. Nur für den Fall. Hier ist mein Handy, das brauche ich nicht im Unterricht.
Puh, okay. Sie hat keinen Verdacht geschöpft. Also dann, heute schreiben wir einen Test. Die Zeit läuft, also fangt besser an. Okay, das erste Handy kommt zum Einsatz. Oh nein, ich hätte es vorher aufladen sollen. Vielleicht habe ich mit diesem Handy mehr Glück. Oh! Hm? Was war das für ein Geräusch? Hm, war wohl nur Einbildung. Puh, das war echt knapp. Okay, jetzt muss ich mein Handy nur noch aufheben. Nein, jetzt ist der Bildschirm total im Eimer. Na gut, dann hole ich eben noch eins meiner anderen Handys. Endlich, jetzt kann ich beginnen. Was ist denn da hinten los? Er versteckt doch gerade ein Handy in seiner Hand. Ihm werde ich eine Lektion erteilen. Hä? Was ist mit dem Licht passiert? Oh, hey, psst, dein Bildschirm leuchtet. Echt jetzt? Das ist doch ein Witz. Ganz genau. Ich sehe, dass du mit deinem Handy spickst. Du taugenichts. So, endlich habe ich alle Handys einkassiert. Unfassbar, dass du so viele reingeschmuggelt hast. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hey, was hat sie denn da in ihrer Hand? Wie hat sie das denn geschafft? Das ist echt unfair. Hey, echt beeindruckend. Das hier? Oh, das ist nur Klebeband. Klebeband? Wie clever! Nein, jetzt ist die Zeit um. Ich male das Herz mit Kreide aus. Oh, ich bin hungrig. Juhu, Pizza. Ich liebe Pizza über alles. Oh, jetzt habe ich mich vollgekleckert. Alles ist schmutzig. Wieso weinst du denn? Was ist los? Ich habe mein Lieblingsshirt schmutzig gemacht. Du meine Güte. Okay, nur keine Panik. Schon gut, ich überlege mir eine Lösung. Aber natürlich die Kreide. Die kommt wie gerufen. Du brauchst ein Stück Kreide und dein schmutziges T-Shirt. Mit der Kreide malst du über die Tomatenflecken. So ist's gut. Die Flecken sind bedeckt. Jetzt werfe ich es in die Waschmaschine. Tada! Sieh mal, die Flecken sind weg. Bereit? Hier kommt dein T-Shirt. Juhu! Du bist der Beste! Oh, einen Augenblick. Du willst dich nicht nochmal vollkleckern, oder? Ein Lätzchen. So schützt du dein T-Shirt vor Flecken. Lecker! Manchmal bin ich echt genial. Oh, ich kann den Fall nicht knacken. Irgendwas muss ich übersehen haben. Aber was? Ich habe alle Verdächtigen. Aber ich krieg's nicht raus. Hä? Was war das? Okay, das ist merkwürdig. Nein, stopp! Meine ganze Arbeit ist ruiniert. Es ist fast fertig. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, richtig. Oh, hi, Liebes. Schau dir den süßen Schal an, den ich stricke. Warum mache ich mir überhaupt die Arbeit? Hey Leute, aufgepasst. Wir schreiben heute einen Test. Kein Getuschel oder Geschummel, ich habe euch im Blick. Ihr dürft beginnen. Alles wird gut. Nun brauche ich noch einen Stift. Oh nein, ich krieg meine Federtasche nicht auf. Komm schon, geh auf. Das ist gar nicht gut. Vielleicht kann mir Jennifer helfen. Psst. Was? Hast du noch einen Stift für mich, bitte? Nein, den brauche ich selbst. Wow, okay. Mindy, was habe ich gesagt? Entschuldigung, Miss. Was mache ich denn jetzt nur? Ich war jung und hatte noch Träume. Und dann habe ich nur 6 bekommen. Und jetzt schaut mich nur an. Ach, wieder ein geschäftiger Tag zum Geld ausgeben. Oh, was für eine arme Gestalt. Hast du ein bisschen Kleingeld übrig, bitte? Okay, mal sehen. Das reicht hoffentlich. Ach, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür. Du hast ein gutes Herz. Nein, das kann ich nicht zulassen. Auf keinen Fall bekomme ich eine 6. Aber Moment mal. Vielleicht kann ich ja diese Büroklammer nehmen. Ich lege die Büroklammer auf den Tisch. Dann brauche ich meine Klebepistole. Und ich fülle die Büroklammer mit dem Kleber. Ich nehme Glitzerkleber, weil er einfach hübsch aussieht. Ich fülle nur diesen Bereich aus. Und jetzt muss es aushärten. Dann fädel ich die Büroklammer durch den Reißverschluss. Ja, er geht auf. Phew, bin ich erleichtert. Okay, ich sollte lieber mit der Aufgabe beginnen. Ja, was ist mit meinem Stift los? Ist die Tinte leer? Das ist typisch. Was soll's? Sophia, hey,
Alles okay, Luna? Mein Stift geht nicht mehr. Leihst du mir einen? Kein Problem, ich habe bestimmt noch einen über. Hier irgendwo muss er sein. Das ist kein Stift. Warte kurz. Hä? Na, so ein Zufall. Mann, ist das viel Zeugs. Ich sollte mehr Ordnung halten. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich mehr Ordnung schaffe. Zuerst bringe ich das Gummiband an meinem Ordner an. Ich brauche noch ein paar mehr. So kann ich all meine Sachen aufbewahren. Und innen gibt es noch mehr Platz. Alles ist an einem Ort und einfach zu finden. Sieht gut aus, oder? Und hier ist dein Stift. Hm, was? Oh, ach so, danke. Voll praktisch. Ich hatte einen so schönen Traum. Ich kann gar nicht schnell genug schreiben. Mann, ich hoffe, dass mir die Tinte nicht ausgeht. Was ist denn da drüben los? Du bist dran, Jen. Ich gewinne. Nicht so schnell. Oh, die denken, die sind besonders schlau. Das sieht nicht wie ein Gehirn aus. Och, ich war kurz davor zu gewinnen. Oh, ich weiß. Und das nennen wir Neuronen. Ich habe noch ein Heft dabei. Ach ja? Ich bin noch nicht von gestern, junge Dame. Ach. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Tada! Verdammt nochmal. Das ist bloß für Notizen. Ja. Der Stift ist bereit. Meine Büroklammern. Ich hätte fast vergessen, dass ich die habe. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Siehst du dieses Heft? Nimm farbiges Klebeband und platziere einen langen Streifen davon hier. Schneide es ab, sobald es das Ende erreicht hat. Und schnipp, schnapp. Dann kleb mir Tape dazu, bis du ein Tic-Tac-Toe-Gitter hast. Denkst du, was ich denke? Aber das geht nicht. Ach, der Lehrer wird das nie merken. Du brauchst nicht mal einen Stift. Oh, das ist genial. Rot gegen Blau. Ich gewinne. Mädels. Schnell. Verhalte dich ganz normal. Ich sagte keine Spiele mehr. Wie ich bereits sagte. Oh, toll. Es reicht. Was ist mit euch beiden und diesem Spiel? Was denn für ein Spiel, Herr Lehrer? Dreh ich endlich durch? Boah, der ist echt leichtgläubig, ha? Huh? Das ist so interessant. Oh, hi. Sieh mal, was ich hab. Ein Hündchen. Wow. Darf ich ihn streicheln? Claro, sie heißt Fluffy. Der perfekte Name. Ist sie nicht süß? Das ist sie. Hallo, Leute. Hi. Ich bin so hübsch. Was? Vector. Nein. Na egal, dann bezahle ich dich eben fürs Plätzetauschen. Nein, ich bin nicht käuflich. Okay. Oh, was für ein süßes Hündchen. Das ist so gemein. Was glaubt sie, wer sie ist? Ich bin so sauer. Der Schokolade habe ich es aber gezeigt. Willst du sie mal nehmen? Oh ja, gerne. Ja, ich weiß, wie ich es ihr heimzahle. Ganz leise. Ich schneide eine Ecke von der Schokolade ab. Und quetsche sie in ihr Heft. So. Sie ist so ein lieber Hund. Oh mein Gott, dieser Köter ist schrecklich. Wie eklig. Es hat funktioniert. Das entsorge ich mal schnell. Da bin ich wieder. Hallo, Fluffy. Gutes Mädchen. Guten Tag. Neuer Euro. Stopp. Habt ihr Neon an? Hier. Okay, rein mit euch. Viel Spaß. Wow. Was denn? Das ist eine Neon-Party. Wo ist dein Neon? Schau dir dieses Outfit mal an. Es ist einfach perfekt. Kannst du lesen? Neon-Party. Na gut. Let's party.
so soll ich aussehen? Moment mal. Her damit. Hey, was machst du da? Das gehört mir, das war echt lecker. Zuerst erzeuge ich einen kleinen Punkt mit einem 3D-Stift. Dann ziehe ich es einmal komplett um das Glas. Ich lasse etwas Platz zwischen den Kreisen. Und gehe einmal komplett um das Glas. Dieses Pink leuchtet so schön. Fast fertig. Das sollte reichen. Dann stecke ich meine Hand in das Glas und schiebe das Plastik auf mein Handgelenk. Was für ein tolles Armband. Dieses Glas brauche ich jetzt nicht mehr. Stopp. Wo ist dein Neon? Tada. Glücklich? Mal sehen. Oh, ich weiß nicht. Und jetzt? Besser. Du musst mich jetzt halt reinlassen. Gefällt mir. Rein mit dir. Ach, endlich. Und was ist jetzt mit meinem Drink? Krasses Training, Leute. Schon besser. Moment, sollte ich nicht Hefte oder sowas haben? Ah ja, da. Und ich brauche dieses Ding, womit man schreibt. Einen Stift, so heißt das Teil. Nee, hier unten ist er nicht. Was mache ich denn jetzt bloß? Hey, Streber. Huhu. Ich? Ja, kannst du mir einen Stift leihen? Okay, ich habe sicher noch einen. Den hier. Süß, danke. Oh nein, er ist kaputt. Hey, Streber, mit dem stimmt was nicht. Kann ich einen anderen haben? Sei vorsichtig. Wow, zwei hintereinander. Das wirst du nicht glauben. Bitte. Hier, den auch. Ich hoffe, sie hat den Kartenbon aufgehoben. Streber, das ist mein letzter Stift. Okay, na schön. Warte mal, dieses Trinkpäckchen könnte nützlich sein. Vielleicht hilft mir der Strohhalm weiter. Das wird gehen. Nimm einen Stift auseinander. Trage direkt hinter der Mine Kleber auf. Genau so. Dann nimmst du einen Strohhalm und schiebst die Mine hinein. Runter bis zum Klebstoff. Stifte, die wie Strohhalme aussehen. Die will sich niemand ausleihen. Wow, die sind so cool. Kann ich einen Stift haben? Das sind nur Strohhalme. Tut mir leid. Na schön. Hey, Kumpel, hast du mal einen Stift? Yippie, endlich kann ich weitermachen. Phew, was für ein Tag. Wow, nicht so schnell. Ich muss dich kurz inspizieren. Interessante Schuhe. Na, so kannst du hier nicht rein. Soll das ein Witz sein? Schau doch, keine Schuhe. Oh, okay. Wow, ganz schön viele Crocs. Woher soll ich denn wissen, welche meine sind? Die nimmt am Ende bestimmt jemand mit. Das darf nicht passieren. Ich muss doch irgendwas tun können. Hopp, hopp, das macht Spaß. Oh, das könnte funktionieren. Her damit. Ups, sorry. Nimm die hier. Oh, Cola, danke. Kein Problem. Das ist genau, was ich brauche. Ich werde meine Schuhe personalisieren. Zuerst schneide ich die Blasen aus dem Puppet aus. Sie verleihen etwas Farbe. Ich platziere sie auf meinem Schuh und befestige sie mit Kleber. Ich benutze unterschiedliche Farben, um es etwas lebendiger zu machen. Wow, personalisierte Sandalen! Jetzt weiß ich genau, welche mir gehören. Die anderen sehen echt langweilig aus. Okay, darf ich jetzt rein? Viel Spaß! Zeit zum Entspannen. Ich sollte wieder nach Hause gehen. Ich schnappe nur schnell meine Schuhe. Hä? Wo sind sie hin? Jemand hat sie geklaut. Papp, papp, papp. Diese Schuhe sind toll. Auch wenn sie etwas stinken. Oh, hey. Papp, papp. Oh, wie niedlich. Möchte, dass dieser Bleistift so spitz wie möglich ist. Oh, oh. Ich spüre einen Nieser kommen. Hey, kann ich? Hatschi! Oh! Ups! Tut mir echt leid. Das sind eine Menge Bleistiftspäne.
Uff, jetzt fühle ich mich schlecht. Oh, warte. Ich denke, das könnte klappen. Ja, das ist definitiv die Lösung. Das wird nicht mehr passieren. Okay, ich habe meinen Tic-Tac-Behälter. Ich hole die Tic-Tacs raus und nehme den Deckel ab. Dann passt der Bleistift an Spitzer genau hier rein. Der Deckel geht zurück auf den Behälter. Und jetzt kann ich meine Bleistifte anspitzen, ohne eine Sauerei zu machen. Ist es sicher, dir eine Frage zu stellen? Yep, ich habe eine Lösung gefunden, siehst du? Wow, das ist echt schlau!